So, 19. Ja, jeder hätte ich was gesagt, Nase putzen, bevor man zum Präsidenten geht. So, die Tapete schnell noch durch. Er kommt. So, gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Brav. Morgen. Ja, morgen. Lieber Werner, du möchtest gerne Bundeskanzler werden? Super vor. Bild hast du da ja. Folgendes, bevor du Bundeskanzler wirst, möchte ich dir noch eine Eignungsprüfung gewissermaßen stellen, einen Test. Bist du dazu bereit, schriftlich alle deine Vorhaben festzuhalten, deine Visionen? Bist du dazu bereit, dann antworte mit Ja. Ja, bin bereit. Gut, dann mach. Lass meine Hand aus, das tut weh. Gerne. Gut. Also. So, gell, alle weg, auf die Seiten. Hey, keine Privatgespräche, gell? Das geht's in der Pause machen. Jetzt ist die Entscheidungsprüfung. So, gut, gibt's mal einen Zettel. Also, Werner, es gibt für jedes Ressort einen Zettel und du schreibst deine Vision möglichst ausführlich. Ich habe auch ein Wirtschaft. Ja, Wirtschaft. Gut. Ich wollte sagen, ich habe auch ein Killer mit, damit ich was auskillern kann. Na gut. Also, Wirtschaftsressort von Österreich, bitte um deine Vision. Gut. Da. Viel Geld für alle Leute. Das ist die Vision? Na, ja. Super. So, das ist Arbeit. Arbeit, also Sozialismus. Achso, okay, jetzt habe ich verschrieben. Das schon. Sozialministerium und auch Arbeit neuerdings wieder. Zu Sozialismus wäre mir auch was eingefallen. Ja, brav. Deine Kommentare kannst du sparen, die macht schon der Hansi Bürger, gell? So, also sozial ist, alles sollen schön haben. So, ist das gut? Herr Münzettel, ein Traum. Das passt. Danke. Was? Eine Traumregierung. So, der nächste kommt gleich, gell? Was? Gesundheit. Was? Ich habe ja gar nicht genossen. Wieso? Ach so, Gesundheit. Das, ja. Mein Gott. Gesund. Genießt, hätte ich sagen sollen. Ne? Weil ja. Genossen klingt wie wenn er uns macht. Nein. So, dann habe ich da. Ja, genau, nein, Genossen. Inneres, lieber Werner. Oi, da muss ich erst den Dings fangen. Und Äußeres, gell? Da gibt es her. Den dich ansagen, gut. Dann Sport. Sport habe ich für dich, das gefällt dir sicher. So, einsammeln die Zettel. So. Medaillen für alle. So. Da kommt schon das Zeugnis. So. Gut. Das ist das Zeugnis. So, schauen wir, genügend. Gut. Genügend, lieber Werner. Du hast das aber trotzdem geschafft. Ja, mit einem genügend. Lass meine Hand aus, das tut doch weh, heißt das. Ist so. Super. Alles geschafft. Super. Passt. Perfekt. Na, was sagt's? Ihr habt es geschafft. Gratuliere, gratuliere. So, was haben wir jetzt? Was ist da jetzt? Was ist das für ein Wisch? Da? Aha, was steht da? Gut. Gemäß Artikel 1234567/89_10 verfertigt von Herrn Bundeskanzler Werner Faymann ohne akademischen Titel, bin ich, der Bundespräsident Heinz Fischer, gezwungen, die Angelobung der Regierung im Wortlaut des Herrn Werner Faymann vorzunehmen. Gut, ich werde dieses Zuckerl, das da oben biegt, mir höchstpersönlich jetzt einstecken. Danke. Gut, hiermit gelobe ich folgende Leute an. Den Gfüden zum Minister. Ja. Der ist dann als nächstes natürlich den Spind-Auslecker. Ja. Dann natürlich die Schottermütze und den Norbert mit der depperten Brille. Dann den Snoop Dogg. Dann haben wir natürlich auch ein Frauenzimmer. Als erstes die Klatschi, servus. Und als zweites die Dorli, ja. Und dann von den Schwarzen wieder einen anzugeloben, den Mieter Lechner. Lena. Wurscht, steht so dort. Und natürlich auch den Gockelhahn, nicht zu vergessen. Gut, dann habe ich Werner Faymann noch eine große Überraschung für meinen guten Freund, den Ostermeier, der ausschaut wie der Bernhard Kohl, der Rallfahrer. Du kriegst auch irgendein Amt, super. Jetzt. So, super. So, und jetzt gehen wir was essen, gell? Nein, jetzt machen wir, noch ein Foto. Haben wir es geschafft. So. Hunger.
Gut, in 5 Jahren sehen wir uns wieder. Tschüss. Nein, Soundcheck muss ich, Moment. Wo soll ich hin? Ja, check, check, check. So. Wo soll ich hineinsprechen? In das Mikro? Gut. Ja, es ist kein anderes da. So. Gut. Entschuldigung. Das Gelbe ist ein Bienenschwamm. Sag's, Herr Faymann, so. Was passiert jetzt mit der SPÖ, wo sie verboten wurde durch den Kaiser Otto von Habsburg? Ja, Kaiser Otto hat die SPÖ verboten, aber wir werden die SPÖ in die Zukunft retten. Moment, Sie müssen mal zurückgehen, Sie spucken aufs Objektiv. Gut, weiter geht's. Wir werden die SPÖ in die Zukunft retten mit dem Projekt Phoenix, das ich Ihnen gerne kurz vorstellen möchte. Ja, die verarschen die nur. Entschuldigung. Moment, steig ein da, gell? Ah, grüß Gott. So, bitte anschnallen, gell? So, bis das Klobberl, wie gesagt hat vorher. Nein, wahrscheinlich nicht. So, wir fahren jetzt 2 bis 3 Stunden da, ja? Ja, wie? Ja, was ist denn? Wie lang fahren wir denn circa? Lang nur. So habe ich keine Hosen für dich mit. Hoffentlich geht nichts schief, ne? So, einmal schlafen und wir sind da. So, wir sind schon jetzt, da. Sind wir schon da? Ich habe einen Hunger. Ja, kriegst gleich was. So. Grüß Gott. Ja, die kennen die eh. So, alle. Sie von der Kronenzeitung und von Ö3, Sie kommen mit. Ja. So. Die waren schon von selber kommen. Ungarn vergeht nicht. Ah, komm auf. So. Schön Interview machen. Grüß Gott. So, der Mann da vorne gibt dir grüß dann was Gott, ich hätte gerne einen Würstel, ja, bitte. Grüß Sie. Aber du ihm die Haut runter, gell, und ja, aufschneiden. Grüß Gott. So, grüß da gehen wir jetzt nach vorne, gell. Grüß Gott. Grüß da Gott. Vorn, das sind grüß keine Gott. Jäger da vorne, ja. Mhm. Brauchst du nicht fürchten. Grüß Gott. Ja. Grüß Gott, Faymann. Ah, ein Jäger. Grüß ja, Gott, oh, Faymann. So, jetzt setzen wir uns hin, gell? Nicht, geh bitte nicht auf meine Handtasche. So, das nehme ich, damit das nicht hinmachen werden. So, das ist. Das ist die Anwesenheitsliste. Das was, alle, was alle, die was heute da sind. Ja, da. Der Werner hält dann eine Rede und da freuen wir uns genau. Ja? So, jetzt muss ich jetzt an die Rede halten. So. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich und ich stelle Ihnen jetzt das Projekt Phoenix vor. Grüß Gott. Mit dem Projekt Phoenix werden wir die SPÖ in die Zukunft retten. Wir werden uns 25 Jahre lang in diesem Stollen hier einsperren und wir haben 2 Vertreter, jeweils ein Mandel und ein Weiberl von allen wichtigen Teilorganisationen. Grüß Gott. Grüß Gott. Teilorganisationen und Vorfeldorganisationen da. Wir haben 2 von den Jusos, 2 vom VSSÖ, 2 von der Gewerkschaft, 2 von der Arbeiterkammer, 2 vom ABÖ und zur Sicherheit auch 2 treue Journalisten. Listen von der Krone. Brüten heißt 25 Jahre. Das schaut das. Grüß Gott. Werner, geh her jetzt. Ja, ja bin okay. Schon da. Ja. Ja. Kurzes Interview. Wie war denn der Urlaub? Ja, schön war der Urlaub. Dem Werner hat es sehr gut gefallen. Er findet ja relativ schnell Anschluss. Ja, gell? Genau. Da haben wir nie Probleme, aber jetzt geht es halt auch zu Ende und jetzt muss sich der Werner von den Freunden, die er gefunden hat, im Urlaub verabschieden, gell, Werner? Ja, jeder Urlaub geht einmal zu Ende, Werner, gell? Genau. Na gut, Papa, bis nächstes Halbe Jahr. Halbe Stunde beim Auto, gell, Werner, dummel dich. So, Wiederschauen. Wiederschauen, schön, dass du bis warst. Nächstes Jahr, ich komme wieder zum Vögelhof. Genau. Kommen Sie in die Pension, in die Romantikpension Vögelhof wieder, gell? Gerne, gerne. Wo ist denn der Peterl? Wo ist er denn? Peterl, ja Papa. Ja, sehen wir uns wieder nächstes Jahr, gell? Ja, und dann habe ich noch einen ganz besonders guten Freund hier in der Ramsau gefunden, mit dem ich viel über Politik diskutiert habe, mein Regierungsprogramm an ihm ausprobiert und mit ihm überprüft. Ein Mann, ein kleiner Mann von der Straße quasi, hier von dieser Bergstraße. Ja, servus, der Joschi, grüß dich. Ich werde dich vermissen. Ja, ich auch. Der Joschi. So. Grüß Gott. Macht sie dir auf. Gut, bin schon da. So, das Sakko hätte ich vielleicht gleich anziehen sollen. Könnt man bitte das Interview ein bisschen später machen? Ich komme noch einmal mit dem Auto und habe das Sakko dann schon an. Löschen wir das bitte, machen wir es nochmal. Danke. Gut. Gut, noch einmal, kommt's mit. Wie. So, jetzt habe ich es schon an. Jetzt steige ich mit Sakko. Achtung, er bremst. Schaut sicher besser aus. Grüß Gott. So. Das aus. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Herr Bundeskanzler, Herr Bundeskanzler, Herr Bundeskanzler, Herr Bundeskanzler. Entschuldigung, könnt Sie bitte mit den Mikros weniger in meinem Gesicht herumwackeln? Ja, das ist ziemlich gefährlich, da könnte mir auch ein Mikro auf den Kopf. Boing. Aua, jetzt machen wir es noch einmal. Ja? Und diesmal muss es bitte klappen. Danke. Okay. Noch einmal.
So, reißt die Tür auf. Außer mit ihm. Bonjour, bonjour. Der Holland, Herr Holland, wir haben keine Zeit für Sie. Wir haben die Mikrofone schon auf den Herrn Feimann eingepegelt, weil der hat so eine schnarrende Stimme. Das müssen wir rausfiltern. Bitte warten Sie ein bisschen. Sie sind schnell gefahren, Sie kriegen ein Mandat. Aber was bedeutet, ich stehe nicht hier dumm rum wie ein Idiot? Ich müsste mir eine Frage stellen. Stellen Sie mir eine Frage, bitte. Eine Frage? Nein, geht nicht. Das dauert eine Stunde, dass man das Mikrofon umstellt vom Feimann. Bleibst du da, zuerst der Feimann, dann Sie, Herr Holland. Ist das in Ordnung so? Haben wir keine Wahl, ne? Wir haben das Mikro. Grüß Gott. So, es muss wegen Ihnen der Herr Holland warten. Ja, da kann man jetzt also nichts machen. Ja. So, das Mikro, das Mikro hängt jetzt weit weg genug. Ja, das ist gut. I am the Chancellor of Australia. Australia! Na geht's, jetzt habe ich schon wieder. Okay, noch einmal. Er hat mich eine Stunde lang warten lassen. Es war peinlich. Ich stand da wie ein Idiot. Dabei bin ich normalerweise ein Typ, der immer perfekt ist. Immer Ihre Krawatte ist falsch. Oh, lala. Ja, super. Ja, interessant. Ein Skandal. Ja. Wo ist er, der Feimann? Wo ist er? So, und da sitzen wir schon. Haben alle schon ihren Stuhl genommen? Platz genommen, meinen Sie, ne? Normalerweise hätten wir jetzt gesprochen über die Flüchtlingstragödie und unsere Lösungsansätze, aber einer ist zu spät gekommen, wir haben keine Zeit. Der meint, glaube ich, mich. Ich bin schon... Und so, weil der andere hier so aus dem kleinen Land kommt, bisschen mehr Respekt. Entschuldigung, ich bin auch noch da, ich würde auch gern was sagen. Ja, alles klar. So, der Werner darf jetzt auch noch sein Sprüchlein sagen. So, wir hören ihm alle zu, ja? Also, ich hätte die Lösung für die Asylkrise gehabt, aber jetzt habe ich es leider vergessen wegen dem Stress. Ja, tut mir leid. Papa. So, warte noch, wir machen noch ein Foto. So, du stellst dich hier, mach was Mutti sagt, so wie immer. Hierher! So, brav. Danke, Mutti. Darf ich anfangen? Nö. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Österreicher hat sich quergelegt, deshalb kann der Syrien-Konflikt nicht gelöst werden. Danke, Österreich. Gratuliere. Dankeschön. Ich bin aber nicht schuld, das war sicher wieder irgendeiner von der ÖVP. Weil die von der ÖVP, die sind immer gegen die Flüchtlinge. Das habe ich gerade. Und ich bin für die Flüchtlinge, deswegen würde ich gerne alle nehmen. Feimann ist da, Spindelecker ist auch schon da. Gut, Koalitionspoker können wir leider nicht spielen. Die beiden Herren verstehen die Regeln vom Poker nicht. Wir machen was anderes, blamieren oder kassieren. Es geht jetzt gleich um das Finanzministerium. Sie stellen sich gegenseitig Fragen aus der Finanzwelt. Wem es als erster gelingt, eine unlösbare Frage zu stellen, der ist der Finanzminister. Ja, das Los hat entschieden, dass ich beginnen darf. Meine Frage lautet, selbst als Achtel hat es noch den Wert des Ganzen. Um was handelt es sich? Um eine Pizza. Nein, da ist das Achtel kleiner als die ganze Pizza. Nein. Sie haben noch zwei Chancen, also ich frage jetzt noch einmal, selbst als Viertel hat es noch den Wert des Ganzen. Was ist das? Wein. Nein, ist auch falsch. Noch einmal, selbst als Hälfte hat es noch den Wert des Ganzen. Schwein. Nein, ist auch nicht. Ich glaube, er weiß es nicht. Ich muss die Frage jetzt auflösen. Es handelt sich um diesen 100-Euro-Schein. Na geht's, habe ich einen Blackout gehabt. Das hätte ich eh gewusst, ja? Ja, aber die Regel ist, das Finanzministerium geht jetzt an die ÖVP und dieser 100-Euro-Schein von der ÖVP-Requisite in meine Tasche. Dankeschön, das war's. Ich finde das ehrlich sehr unfair. Es war nicht ausgemacht, dass hier bei diesem Test Bruchrechnen kommt, ja? Also Moment einmal, da wissen Sie ja weniger als ich. Mir ist gezwitschert worden, dass die Regierung Einigkeit zeigen will und dadurch gemeinsam zum Villacher Fasching fahren wird. Villacher Fasching steht am Programm. Ja, das ist ein Großereignis fürs nächste. Ja, ich werde als kleine Fliege gehen auf dem Villacher Fasching mit den Kollegen, gehen wir alle hin, ja. Und ich werde einen Text dort vorlesen zu meiner Verkleidung. Also, ich bin Fleimann. Fleimann ist eine kleine Fliege. Fleimann ist der beste Freund von Feimann. Fleimann fliegt immer einen Schritt vor Feimann hinaus und schaut gegenüber von Feimann, was bei dem
gegenüber los ist. Das ist... Moment einmal, Herr Bundeskanzler, entschuldigen Sie, Fleimann ist ein Hirngespinst, Fleimann gibt es nicht. Das ist eine Ausgeburt Ihrer Fantasie, Fleimann haben Sie selbst erfunden. Ein Fleimann interessiert aber nicht die Wählerin der Wähler. Die Leute wollen doch eigentlich wissen, was ist das Programm, was wurde auf dieser... Moment einmal, da hat jetzt die Lampe ein Insekt angelockt, das ist geschlüpft. Das war jetzt der Fleimann, der war jetzt bei Ihnen drüben und hat jetzt bei Ihnen nachgelesen, was als nächstes kommen wird. Der hat geschaut, was Sie mich fragen werden und jetzt ist er schon auf meinem rechten Kragen und kriecht hinauf und sagt mir jetzt ins Ohr, was die nächsten Fragen sind, nämlich sind die Pensionen in unserem Land gesichert, haben die Jugendlichen eine Zukunft in diesem Land, ist der Euroschutzschirm wasserdicht? Danke. Keine weiteren Fragen. Wo ist denn der Rote? So, wo ist denn der aufstellen fürs Foto. So, da bin ich. Wo ist er denn? Bin Heißen, schon da. Was? So, Wiederschauen. Wo bleibst du da? Ach so, müssen wir noch ein Foto machen. Gut, machen wir noch schnell. Wo ist denn eigentlich? Fatune, wollen wir noch was essen gehen nachher? Ja, ja, nachher. Gut, wir können alle was essen gehen. Ich bin für Sie alle offen, ja? Genug gestritten. Ja. Folgendes, ich möchte jetzt ganz kurz zum Thema Arm bzw. Reich den Herrn Bundeskanzler spontan um seine Vision fragen. Spontan. Na gut, mir ist gerade spontan aufgefallen, dass im Wort Österreich das Wort Reich drinnen steht. Und das ist eigentlich ein bisschen diskriminierend, weil wir sind ein Land für die Armen und für die Reichen. Und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht benennen wir Österreich um. Da könnte man schauen, was hat Österreich für eine Staatsform. Sie wissen ja, Italien hat die Staatsform des Stiefels. Österreich ist mehr ein Schnitzel. Rechts ist es dicker als links. Und da könnten wir uns Schnitzelland nennen, Republik Schnitzelland. Dann fühlen sich auch die Armen mitgemeint, weil ein Schnitzel kann sich jeder leisten, zumindest ein Schweinernes kann sich jeder leisten. Sehr gute Idee, wunderbar. So, nach dieser interessanten Vision würde ich sagen, weckt mir irgendeins von den betäubten Faultieren in der letzten Reihe auf. Und zwar, wen suche ich mir heute aus, den mir völlig unbekannten Herrn namens Vetter mit V. Bitte um Ihre Rede. So. Ich bin gar nicht vorbereitet. Ich habe gerade dieses schöne Buch gelesen, das mir gerade vorhin in der U6 jemand zugesteckt hat. Der Wachturm, der Tower. Das ist sehr interessant und ich kann es kurz... Kanzler, ich muss reden mit dir. Okay. Komm schon mit. Ja. Das ist wichtig. Juristische Geschichte. Ich habe aber nicht Jus studiert. Macht nichts, komm mit. Und jetzt werde ich weiterlesen. Dankeschön. Du willst Österreich umbenennen in Schnitzelland. Ich weiß ja nicht, ob es da nicht ein Problem gibt, juristisch gesehen. Ob aber es schaut eindeutig aus wie ein Schnitzel, ne? Österreich auf der Karte. Da gibt es Präzedenzfälle, ich habe das am Tisch gekriegt. Flieg einmal drüber über die Sache und schau das einmal an. Dann kann man weiterhin. Gut, ich flieg drüber. Ja, ja, bitte mach dann. Ich. Ja, mach das. Ja, mach das. So, jetzt bin ich drüber geflogen. Und man sieht von oben eindeutig, wenn man sich die Umrisse von Österreich anschaut, es sieht aus wie ein Schnitzel. Absolut eindeutig, ein Schnitzel. So, Chef, wir müssen dringend für Facebook ein Video machen, damit wir die Kosten rechtfertigen. Gerne, machen wir sofort. Also ich zeige den jungen Leuten jetzt auf Facebook ein bisschen meine Räumlichkeiten. Hier haben wir zum Beispiel ein sehr schönes Bild. Es handelt sich um ein Puzzle mit 6000 Teilen. Das kam eines Tages in der Post. Das war von einem namhaften Bauunternehmen, die durch diesen Berg, den man hier sieht, einen Tunnel bauen wollten. Waren halt dann auch ein paar kleine Gegenleistungen, die man dann gerne gemacht hat, weil ich bin dann lang auch in dem gesessen und in Basel ein wenig Zeit gehabt. Ja, hier haben wir ein paar Eindrücke, die ich festgehalten habe von Reisen, von politischen Reisen, die wir gemacht haben, Auslandsreisen. Hier waren wir zum Beispiel in Burkina Faso, ja, da habe ich also auch meine Eindrücke dann hier festgehalten. Oder hier auf dem nächsten Bild, da waren wir in Island, auch sehr schön. So, was ist das da hinten, das Bild? Ah, das ist ein Bild, sehr interessant ist, wenn man sich etwas entfernt von dem Bild, ich gehe da gerne mal ein paar Schritte zurück, dann hat man den Eindruck, ist eine optische Täuschung, dass das Bild kleiner wirkt. Und dann schaut man aus der Distanz drauf und ich denke dann immer, das sind vielleicht auch Elfen in diesem Wald, kleine Trolle. Ein sehr schönes Bild, das einen sehr nachdenklich macht, glaube ich. Ja. Das ist ein sehr liebes Bild, das ich gerne habe. Ja. So, schauen wir da nach hinten. Ja, da hinten, das ist mein Stundenplan. Also das ist so, ich zeige es Ihnen
aus der Nähe. Es ist sowas wie ein, kommen Sie mit, sowas wie ein Adventkalender halt für das ganze Jahr. Hier sieht man immer Montag bis Freitag die Spalten runter und dann jede Viertelstunde ist zum Aufrubbeln für mich. Und da rubbel ich dann auf und dann sehe ich, was ich in der nächsten Viertelstunde zu machen habe. Kommen Sie jetzt bitte da weiter, drehen wir das Licht auf, ist recht finster. So, hier habe ich einen roten Teppich, auf dem ich ein bisschen üben kann, immer für Staatsbesuche, wie man richtig geht. Brust raus, Bauch rein, so, und dann schön im Takt gehen. 1, 2, 3, 4. Da hinten steht ein Klavier, die spielen mir dann jedes Mal, wenn ich da drüber gehe, eine andere Nationalhymne vor, damit ich die alle schon im Ohr habe, wenn ich dann dort ankomme auf dem Flughafen. So, und im nächsten Raum, hier wird das Klavier noch, gell? Jetzt spielt gerade keiner. Und da ist ein fliegender Teppich, dann hat der Gusenbauer reingelegt, hat gesagt, der fliegt wirklich, aber mir ist es noch nicht gelungen, dass der fliegt, leider. Haben wir das eh drauf. Gut. So, vielleicht fliegt er ja irgendwann, ich probiere jeden Tag eine Stunde, aber er fliegt halt bei mir noch nicht. Dieser Herr ist ein sehr wertvoller Mitarbeiter, ich darf ihn vorstellen. Er wurde von Bundeskanzler Schüssel engagiert, weil der Schüssel ist nicht zu den Türen raufgekommen. Und dieser Herr hat die Aufgabe, die Türen zu öffnen. Und jetzt ist er pragmatisiert. Ich bin froh, dass wir ihn haben, ja, obwohl ich ihn jetzt theoretisch nicht so dringend brauche. Hier in der Nähe, nicht gerade von meinem Büro, sondern hier etwas weiter entfernt, haben wir die Toiletten. Es ist ein bisschen weiter weg. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingszimmer. Das habe ich sehr gern. Das Kreisky-Zimmer. Ich glaube, Bruno Kreisky war nach diesem Zimmer benannt, weil es ist wirklich ein sehr schönes Zimmer. Es riecht hier auch ein bisschen nach einem alten Opa, zu dem man gerne auf Besuch kommt. Ein sehr angenehmes Zimmer, wo ich mich gerne aufhalte, wo man auch ein bisschen seine Ruhe hat, sich ein bisschen verstecken kann und eine gute Laune auch kriegt. Und dazu trägt auch diese Uhr hier bei, die mich immer so lieb anlacht. Das ist eine ganz besonders schöne Uhr, auch ein Freund von mir geworden, diese Uhr. Gefällt mir, wie auf Facebook. Mhm. Wenn ich jetzt noch Haar am Schädel hätte, dann hätte ich wahrscheinlich eine Föhnmatte bei der heißen Luft, die Sie da bereits verzapft haben. Ja. Aber wie gesagt, uns interessiert ja trotzdem, gibt es konkrete Ergebnisse einer Regierungsarbeit? Ich schaue da auf meinen Zettel und muss schauen, da, nein, also gar nichts, leider. Also ich habe nichts hier. Sag's mal eine Sache. Ja? Also es gibt wahrlich genug, aber es kann ich dafür, dass Sie das hier mit Zaubertinte aufgeschrieben haben und jetzt nichts mehr davon lesen können. Das ist wirklich Ihr Problem. Werner Faymann ist da bei mir. Ja? Herr Bundeskanzler Faymann, Entschuldigung, die Frage, warum müssen Sie ausgerechnet hier sein? Es ist ja hier eher eine zwielichtige Demokratie. Hätten Sie nicht zu Hause auch bleiben können? Ich meine, also ich war ehrlich gesagt nicht gefasst darauf, dass ich von einem Sportreporter solche argen Fragen kriege. Ich war vorbereitet auf die Frage, wie war es, als Erster durch das Ziel zu gehen? Was haben Sie sich gedacht, wie Sie die Anzeige gesehen haben, wo Ihr Name oben als Erster. Ja, aber nicht mit mir. Was ist Ihre Verteidigung? Hm? Ich brauche mich nicht zu verteidigen. Jetzt hören Sie auf, den Bundeskanzler anzufliegen. Der Werner Faymann ist ein feiner Wehrmann. Was, aber? Sie werden nie Politikjournalist werden, ja? Der Gegner wird sich der Faymann Werner. Ja, was wird er? Was? Er wird sich Werner, der Gegner. Was, ja? Welcher Gegner? Sie sind der Gegner. Das, also gut, gut, dass ich bei Humboldt den Politsprech-Bachelor gemacht habe. Und der Bundeskanzler hat sich bereit erklärt, ausführlich über die Hypo Auskunft zu geben. Und dann ist bitte eine Ruhe für die nächsten 6 Monate. Wir haben auch was zu tun. Ja. Gut, also dann sage ich was. Zum Glück hat es mir der Ostermeier aufgeschrieben auf diesem Zettel. Brauche ich es nur runterlesen. Das ist unser Statement zur Hypo. Oh, der Zettel ist leer. Es muss ein Irrtum sein. Es ist sicherlich auf dem anderen Zettel. Nein, der ist auch leer. Denn normalerweise stehen auf einem Zettel ja Buchstaben drauf. Und die Buchstaben formen wie durch ein Wunder Wörter. Und diese Wörter formen Sätze. Jetzt verarscht uns nicht rein Zettel um, steht auf der anderen Seite. Der verarscht uns erst. So kommst du nicht raus. Ich lasse mir sicher nicht von einem Steirer, noch dazu von einem Grünen, sagen, wo vorn und hinten bei einem Blatt Papier ist. Wir werden gar nichts sagen, wenn Sie so frech sind. Der Spinnerleck auch nicht. Ja, da muss sogar mein finnischer Kameramann lachen. Okay, dann werde ich jetzt eine Frage hinterher schießen. Also, Herr Bundeskanzler, wäre es nicht längst an der Zeit und auch nur fair, dass Sie endlich einmal den Löffel abgeben, dass Sie zurücktreten, dass Sie uns erlösen? Ich meine, das geht ja wirklich auf keine Kuh. Also, den Löffel abgeben, so weit wollen wir nicht gehen. Aber das Gute ist, dass wir in Österreich ein System haben, dass alle 5 Jahre die Große Koalition wiedergewählt wird und dass es eigentlich keine andere Wahl gibt, weil unter 50% werden wir so schnell nicht kommen. Na, so viel Zeit haben wir nicht, dass wir uns das alles anschauen. Bei mir sitzt der Chef von der ÖBB. Guten Abend.
Sie schauen ein bisschen aus wie der Humphrey Bogart, muss ich einmal sagen. Ja, aber ist es nicht extrem peinlich, wenn man einen Bahnhof 1,5 Monate zu früh eröffnet? Was sind Ihre persönlichen Konsequenzen? Na, das war die Schuld von unserem Bundespräsidenten und mich trifft da überhaupt keine Verantwortung. Ich bin 48, das heißt, in ein paar Wochen kann ich rechtmäßig in Pension gehen bei den ÖBB und dann wartet eine neue Aufgabe auf mich in meiner Freizeit und ich will Bundeskanzler werden, ja, weil der jetzige kann es nicht ordentlich und ich denke, das ist eine interessante Aufgabe, hobbymäßig in der Pension. Na, da bin ich gespannt, wie der Bundeskanzler auf diesen Angriff reagiert. Herr Bundeskanzler? Na kommt. Ich sag nur 3 Wörter, ich mag nicht mehr. Danke. Das waren aber 4. Abgang einfach versaut.